Hallo und herzlich willkommen zurück bei Daylight. Meine Schwester ist jetzt wieder am Zocken und wir sind aus dem Abflussrohr hoffentlich bald mal raus. War ja letzte Folge nicht so schön da drinne. Wir haben jetzt aber wieder 0 von 6 Relikten, also müssen wir jetzt auch. Oh, wir sind immer noch im Abflussrohr. Das freut mich. Da war schon was in der Wand, was du übersehen hast gerade. Wieso freut dich das? Was freut mich? Dass wir noch im Abfluss sind. Also, weil du dann mal an den Genuss kommst, deswegen. Ach so. Ja, aber da ist nichts drin. Doch, nur ein Signal. Oh, siehst du? Also gehe ich jetzt quasi da lang. Ist scheißegal. Nein, unten nach der Karte. Ja, aber du hättest auch nach rechts gekommen. Ja, aber da waren wir doch schon, oder? Nein. Wir sind jetzt gerade neu gestartet in diesem Map. Ist ja auch Hölle. Wir müssen ja eh erstmal wieder alles finden. Willst du lesen oder ich? Du bist dran, also lies. Ja, okay. Also 4. September 1932. Mitarbeiter Adam Peters. Gewartet, Rohrbrüche, Kanalisation. Mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln konnte ich 2 temporäre Arbeitskräfte anstellen, um das Rohrproblem anzugehen. Andere Probleme wurden als unerheblich eingestuft. Allerdings bereitet es mir Schwierigkeiten, sie zu behalten. Ich verstehe nicht viel von ihrer Sprache, aber sie reden ständig etwas von blinkenden Lichtern und einem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich muss allerdings zugeben, sich die Geschichten von wandelnden Schatten hier unten etwas... Dass sich die Geschichten von wandelnden Schatten hier unten etwas realer anfühlen. Okay. ja. Dann hoffen wir mal, dass wir den wandelnden Schatten nicht so schnell sehen. Oh, ich dachte jetzt schon, du willst die Fackel zücken. Nee. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, keine Fehlzündung mehr von meinen scheiß Fackeln. Nicht, dass sie wieder alle sind. Ich habe im Puppenraum Papier gefunden. 2 Tage sind vergangen, seitdem mich die Krähen auf den Dock angegriffen. Was ist mein Dock? Von einem Schiff, glaube ich, oben. Ach so. Da. Und in diese Tunnel getrieben haben. Es war, als würden sie mich absichtlich hierher drängen. Vor lauter Panik bin ich tiefer hineingerannt, als ich dachte, jemand würde mich verfolgen. Und ehe ich mich versah, habe ich mich ganz verirrt. Oh Gott, ich hoffe, ich finde hier bald raus, der Krähenmann. Weißt du, wenn du doch auf der Flucht bist, ne? Wie kannst du denn da noch einen Zettel schreiben und den irgendwo verstecken? Ja, hast ja eine Schrift gesehen, die konnte ich kaum entziffern hier. ja, irgendwie. Aber das war immerhin schon unser drittes Delikt. Alter, was ist denn los heute? Ich hab voll die Sprachschwierigkeiten. unser drittes Relikt, das ist ja schon mal gut. Das ist nicht gut, weil wir uns die alte gleich verfolgt. Also, ja, schon, aber in dem Sinne gut. Gut, das ist auch nicht gut, weil ich so viel lesen muss, aber... okay, also 24. Juni 1913. Betreff Sicherheitsrisiken auf dem Dock. Wie allgemein bekannt ist, bringen wir alle Vorträge und Insassen über die Docks nach Mid Island. Als Teil unseres regelmäßigen Rundgangs in dem Gebiet überprüfen wir auch die alten Abwassertunnel. In letzter Zeit stellen wir jedoch fest, dass das Schloss immer wieder aufgebrochen wurde. Damit meine ich nicht, jemand kommt und sperrt es auf. Ich habe darüber bereits mit dem Wartungsteam gesprochen. Ich meine, jemand kommt und prügelt wie ein Verrückter darauf ein. Ja. Es gab seit Monaten keinen Fluchtversuch. Ich weiß also nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber die kommen mir besser nicht in die Quere. Oh mein Gott, ist die behindert, ey! Alter! Was? Du bist sofort tot gewesen! Ach du Scheiße! Was soll denn die Kacke? Ich hab doch Alter, die 2 das heißt, gedrückt. Du müssen jetzt auch noch schnell auf die 2 drücken, oder was? Du Scheiße! Also das ist jetzt das neu seit dieser Map, sonst hatten wir mal ein bisschen Zeit. Dann ist immer erst diese Tattoos, so. Dieses Zeug von dem Bildrand immer näher geworden. Und jetzt, weißt du, dieses Geschnörkel. Ja, ich weiß, was du meinst. Alter. Ich hab gerade Herzrasen des Todes gemacht. Und jetzt sind alle Relikte weg. Müssen wir bei Null anfangen. Was? Das heißt, wenn wir tot sind, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Hallo, was soll denn der Mist, Alter? Scheiße. Oh mein Gott, okay, also 5. Februar 1920. Betreff Officer Dawsons Tod. Ja, stopp mal, woher weiß ich denn, wenn die jetzt hinter mir steht? Das ja, heißt, keine wenn Ahnung, ich das jetzt fertig gelesen habe, drehe mich um und sie da ist da, ja. Dann bin ich auch wieder tot. Ja.
Also okay. Am besten langsam umdrehen und dann, wenn du schon irgendwie was siehst, gleich Fackel zünden. So, mal gucken, wo die zwei ist. Ja, vor allem, wir haben nur drei Fackeln. Ja. Die eine ist jetzt weg von gerade eben. Toll. Okay, Alter. Officer Dawson war am Leben. Wir haben ihn bei den Docks entdeckt, als wir eine Schiffslieferung vorbereiteten. Er kam aus der Kanalisation und tobte, wir sollten die Vögel zufrieden lassen. Wir haben alle Geschichten über den Krähenmann gehört, der die verdammten Vögel füttert. Aber ich habe nie viel davon gehalten. Schrei doch nicht so. Entschuldigung. Dawson war der Krähenmann. Er stützte sich mit einem Rohr auf uns und wir mussten feuern. Es fielen 22 Schüsse, bevor er zu Boden ging. Als wir uns ihm näherten, um ihn zu untersuchen, stieß er uns zurück und lief auf den Wald zu. Dabei schrie er etwas von einer Vorbereitung auf die Rückkehr der 13, bevor er tot zusammenbrach. Ich habe den anderen Officern den Rest der Woche freigegeben. Was zur Hölle ist mit Dawson passiert und was ist die Rückkehr der 13? Hatten wir das nicht schon mal? Weiß ich gerade nicht. Also auf jeden Fall mit dem Dawson schon. Aber mit dieser Rückkehr der 13 bin ich ja, man hat mir auch schon mal irgendwo gelesen. Also drehe ich mich jetzt dann um oder laufe ich weiter? Du gehst gerade auf. Aber die ist ja immer nur hinter uns, ne? Ja, ich denke schon. Hä, hey, scheiße, jetzt ist das gar nicht mehr da, oder was? Nee. Was soll denn das bitte? Hey, was? Warum ist das jetzt nicht mehr da? Keine Ahnung, dreh dich aber langsam jetzt um. Und guck auf den Boden. Ja, sie ist da, bist du? Siehst du? Oh, Kacke, ey. Die kleine Potsau, ey. Aber wie krass schnell das einfach jetzt geht. Ja, ja. Es muss ja auch ein bisschen schwerer werden, ne? Aber ja, schon, aber ja, du hörst ja so schnell reagieren. Du hörst Alter. Ja auch gar nichts mehr. Ja. Oder siehst es auch nicht mehr flackern oder so irgendwie, ja. Weißt du? Ich hoffe, dass die dann jetzt nicht so oft kommt. Ja, frag mich mal, Alter. Was ist das jetzt gewesen? Ich hab keine Ahnung. Na, jetzt kann dir ja gar nichts passieren, jetzt ist so ein bisschen die Fackel an, aber. Trotzdem kann ich einen Herzinfarkt bekommen. Ah, kann ich doch gar nicht. Ah, ja, okay, Freiheit. Man lernt sie erst zu schätzen, wenn sie einem genommen wurde. Und jetzt, wo ich sie wieder habe, denke ich darüber nach, wie schön doch meine kleine Zelle oben war. Ich glaube, da wäre ich jetzt übrigens auch lieber. Ein paar Stunden, ein wenig Gestank und dann hätte ich nur noch zum Festland schwimmen müssen. Aber es klappt nicht. Ich folge der Strömung, aber sie führt nirgendwo hin. Sie fließt in sich selbst. Wie ist das überhaupt möglich? Also den Brief habe ich letztes Mal auch schon vorgelesen. Ja. Die sind irgendwie doppelt. Aber jetzt es war dran trotzdem noch ein Gedicht. Ja. Hallo? Oh, jetzt ist die auch noch ausgegangen. Das wäre jetzt gewesen. Alter. Ey, ich habe so Angst, dass ich nicht schnell genug auf die 2 drücken kann, ne? Leuchtstab gefunden. Ich will mich gar nicht mehr umdrehen. Ich weiß nicht. Oh, wir haben eine Fackel. So direkt vor mir stand sie ja eigentlich dann quasi. Nee, immer nur wenn du irgendwo was guckst oder wenn du dich umdrehst oder um eine Ecke. Na toll. Guck mal, wo die 2 ist. Hörst du was? Mm-mm. Hörst du das nicht? Ich höre nur das. Oh. Okay. Alter Besen. War ja gar nicht so schlimm. Die ist hinter mir, ne? Hörst du das Trappen? Hast du es gehört? Nee. Klar hast du es gehört. Ich dachte, es wäre. Ich dachte, das wären deine Schritte. Dreh bloß nicht um. Ich bin ja stehen geblieben. Geh geradeaus weiter. Geradeaus oder rechts? Geh mal geradeaus. Oder komm wieder her. Was? Jetzt soll ich mich doch umdrehen. Nee, geh doch schon. Nee, da waren wir noch nicht. Alter, ey, shit. Rechts, links. Wir waren überall noch nicht. Uff. Oh, toll. Oh nein, warum laufe ich eigentlich immer in die Sackgasse und muss mich dann umdrehen? Man hört nichts.
Hörst du das nicht? Da ist noch was anderes außer dem Wasser. Ich höre nur das Wasser die ganze Zeit. Ich höre da noch so ein anderes Knistern. Du hast keinen Bock da reinzugehen, ne? Nein. Nur nicht ob. Oh, da ist das Portal schon. Ach so, ah. Super. Also wissen wir schon mal, wo das ist. Das ist doch gut. Oh nein, warum? Pass auf, jetzt zähl ich mich schnell auf, okay? Oh, okay. Alter. La, 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 la. Ja. Oh, da ist was Gutes. Wetten, sie kommt danach. Oh, sag sowas doch nicht, ey. Sie kommt danach. Schon ins Hemd. Sie sagen, sie wird zurückkommen. Sie haben mir gesagt, ich soll auf sie warten. Sie gehört zu ihnen. Wenn ich sie finde, kann ich auch dazu gehören. Sie wird hier nicht durchkommen, selbst wenn ich mich im Schlamm verstecke und sie persönlich hinunterziehen muss. Besser eher als ich, ne? Ja, ist ja so. Oh, da, was ist... Nee, das ist das Portal, oder? Hä, aber was war das gerade eben? Weil da ist ja auch so ein Schlüssel. Oder ist das jetzt das, wo wir suchen müssen? Aber wir haben ja noch nicht alle Relikte. Doch, das ist das Ding. Aber hier muss irgendwas sein, ja. Also da müssen wir dann hin, um das Ding zu suchen. Ja, sie ist hinter mir und nein, ich hoffe, sie greift mich nicht ab. Okay, ist sie. Oh. Alter. Okay, wir wissen, wo es ist. Das Relikte finden. Das heißt, müssen wir hier ein bisschen Gas geben. Sonst gehen wir nämlich wieder die Fackeln aus und dann kriege ich wieder richtige Anfälle. Du warst jetzt noch nicht hier links drin. Ach, guck mal, das sieht fast aus wie da, wo ich die am Anfang gefunden habe. Ja, aber da warst du noch nicht. Siehst du? Oh mein Gott. Okay. Also. Ah doch, den habe ich aber schon mal gelesen, ne? Über Officer Dawn. Das war gerade eben anderer, oder? Ach so. Ja, okay, auf jeden Fall. Officer Dawson ist vor mehr als 3 Jahren spurlos verschwunden. Er wurde zuletzt im Frühling des Jahres 1917 gesehen, als er seinen Rundgang am Dock begann. Wir haben das Gebiet durchkämmt und mit Booten, ich habe schon richtig Angst, die umliegenden Gewässer abgesucht, doch letztlich mussten wir ihn für tot erklären, wie falsch wir doch lagen. Wie falsch wir doch lagen? Was haben die da vermutet? Okay, dass ich die Fackel anhatte, Alter. Ja. Okay. Oh, das ist neu. Ja. 29. März 1940. Rob Sandoval oder sowas. Gewartet. Gefangen. Ich stecke seit 2 Tagen in der Kanalisation fest. Ich habe Wasser aus den undichten Rohren getrunken, aber ich glaube, ich fühle mich jetzt noch schlechter. Der Aufbau dieses Ortes ergibt keinen Sinn und jedes Mal, wenn ich denke, ich kann das Meer riechen, ende ich in einer... Doch, ich glaube, das habe ich schon mal gelesen, oder? Also ich in einer Sackgasse. Aber das kann auch sein. Ist bestimmt schon unterwegs. Doch ich glaube, sowas Ähnliches hattest du schon mal. Ja, stimmt, das kann sein in der letzten Folge. So eine müssen wir noch. Geh ich dann da wieder lang oder was? Weiß ich nicht, wird er zurückgehen. Ach, da ist er dann bestimmt an der Schlüssel, wenn wir alle ja, haben. Ja, genau, weil da ist nämlich Schlüssel und, also Schlüssel ist links da bei diesem sonnenartigen Gedödel und da bei dem Schloss. Ja. Musst du. Achso, da ist unser Portal. Denn. Ja, genau. Aber wir müssen noch einen Relikt finden. Ja, das weiß ich ja. So. Da warst du da drin. Achso, ja. Orientierung gleich los. Ja, warum kommt die denn? Oh, oh, fuck, mein Leben, warte. Aber ich hab die 2 getroffen. Du verdammte Scheiße. Alter. So viel zum Thema. Sie greift nicht frontal an. Ja, haben wir gerade gesehen. Also sie greift doch frontal an. Alter, das ist ja ein richtiges Miststück, ey. Ist so, Mann. Alter, mit ganz viel Fackeln. Ich höre sogar schon wieder, ich höre hier was. Da, nochmal rechts, da rechts, da rechts, da rechts, da rechts. Nein, nicht links, rechts. Da hängt was in der Wand. Da. Scheiße. Aber... Nein, da war eine Leuchtstäbe drin. Man kann wenigstens auf Pause drücken. Alter. Wie letztes Mal. Kann man nicht auf Pause drücken? Wie schnell du
die Taste getroffen hast, bin ich stolz auf dich. Das war mehr Glück als Können hier, ey. Aber auch gleich dreimal drauf gehämmert. Ja, ich habe vor allem habe ich mit der ganzen Hand drauf gehämmert, deswegen habe ich wahrscheinlich auch Pause gedrückt. Jetzt gehen wir rechts. Jetzt hab ich da ist es, da ist es jetzt. Ja, ich sehe es schon, aber. Ja, ich laufe einfach mal hin. Alter, wenn die irgendwann von oben angesprungen kommt oder so, dann kriege ich richtig die Panik, ey. Puh, okay. 27. März 1940. Rob Sandoval, schon wieder. Flackernde Lichter im zweiten Stock. Ich habe in den Tunneln nach dem Grund für das Flackern gesucht. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Problem mit den alten Stromleitungen handelt. Allerdings konnte ich keine gründliche Inspektion durchführen. Ich bin über die Docks eingestiegen, habe aber die Nacht hauptsächlich damit zugebracht, unter der Einrichtung herumzuirren. Ich habe Steine und Müll zusammengetragen, um mir zu helfen, wieder zurückzufinden, aber als ich hinaus wollte, befanden sie sich entweder an einer anderen Stelle oder sind ganz verschwunden. Ich werde später zurückkommen, um den Job zu erledigen, bin auf dem Weg an die Oberfläche. Und jetzt langsam, ey. Wir verrecken jetzt. Also wir müssen jetzt zu diesem Sonnengedödel da irgendwie. Dann muss ich mich ja wieder umdrehen. Warte. So. Theoretisch könnte ich ja einfach jetzt gerade auslaufen. Theoretisch könntest du auch eine Fackel anmachen und dahin rennen. Warte, stopp, links neben dir ist noch eins an der Wand gewesen. Mach jetzt mal eine Fackel an. Mach an! Mach an! Hinter dir! Nicht hinter mir? Boah, noch hinter mir! So, jetzt renne einfach hin. Boah, guck auf die Karte. Du musst da raus und dann musst du nächste rechts. Da rechts. Bleib kurz ein bisschen stehen, damit ich drauf gucken kann. Nächste links. Geradeaus. Nächste wieder links. Ja, brauche ich hier nicht erst den Schlüssel? Nee, der Schlüssel ist das Portal. Links ist der Schlüssel. Genau. Da ist der Schlüssel. Ja. Dieses komische Ding. So. Oh, ich dachte gerade schon mal. Ja. Ich schieb schon wieder voll die Panik an. Oh Gott. Scheiße, wir können ja jetzt wieder keine Fackel anmachen. Wie sollen wir denn zu diesem verdammten Portal kommen? Ohne dass sie uns tötet. Warum war gegen das Bild so? Das war ich. Du bist vorbeigelaufen. Jetzt rechts. Nein. Nein, du bist schon wieder falsch gelaufen. Da! Da! Oh mein Gott! Da! Oh mein Gott! Alter! Darf ich schon aufhören oder muss ich noch? Wir sind jetzt fertig. Also ich bin jetzt dran. Okay. Ich hab keinen Bock jetzt mehr. Es ist ja mega kacke schwer jetzt, ey. Ja. Okay. Das war's. Wir wechseln jetzt kurz. Ja, wir wechseln jetzt wieder. Und dann geht's gleich wieder weiter. Schon mal Pause, dass uns so angreift. Nee, ja. So langsam wird es echt ein bisschen haarig hier mit der Alten. Allerdings. Ich kann nicht sagen, dass ich mich auf die nächste Folge freue. Also ich schon. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.